Hallo und herzlich willkommen zu Mastercam Spotlight. Heute möchte ich Ihnen gerne eine neue Funktion im Bereich Solids vorstellen, und zwar das Erzeugen von Bohrungen. Wir haben hier einen Solid-Körper, auf der linken Seite ohne Geometrieelemente, auf der rechten Seite habe ich mir mal ein paar Punkte gezeichnet. Auf diese möchte ich gleich Bohrungen setzen. Die Funktion Bohrung befindet sich im Bereich Solids, Bohrung. Ich akzeptiere einmal die Funktion, gelange direkt in meinen Bohrungsmanager. Ich kann nun meiner Bohrung einen Namen geben. Ich kann das Solid auswählen, welches ich mit meinen Bohrungen versehen möchte, die Ebene, von welcher Seite möchte ich diese Bohrung erzeugen, in diesem Fall von oben, und muss einmal eine Position anwählen oder die Position für meine entsprechenden Bohrungen. In diesem Fall nehme ich einmal drei frei im Raum liegende Punkte, bestätige diese mit Enter. Und bekomme direkt einmal eine Vorschau, wie meine aktuelle Bohrung aussehen würde. Ich habe hier eine einfache Durchgangsbohrung mit einer Phase. Der Durchmesser der Bohrung beträgt in diesem Fall 6 mm. Ich könnte die noch ändern oder einen Wert eingeben. Ich würde direkt live eine Vorschau bekommen, wie meine Bohrung im Endeffekt auf meinem Solid aussieht. Unter Bohrungsstil kann ich den Typ der Bohrung sehr leicht einstellen. In diesem Fall eine einfache Bohrung. Ich könnte hier eine Zapfensenkung erzeugen, eine Kegelsenkung. Und auch das bekomme ich alles live im Vorschaufenster angezeigt. In diesem Fall etwas groß. Deswegen bleiben wir in dem Moment einmal bei einer einfachen Durchgangsbohrung von 10 mm. Ich bestätige diese einmal und möchte nun daneben auf meinen erzeugten Punkten ebenfalls Bohrungen erzeugen. Das heißt, ich gehe wieder erneut in meine Positionsanwahl. Verkette dieses Mal jedoch über eine Fensterverkettung meine Punkte. Bestätige diese erneut und auch hier bekomme ich direkt die Vorschau. In diesem Fall hat sich Mastercam die Bohrung im Vorfeld gemerkt und erzeugt diese direkt. Ich kann hier sehr schnell umschalten auf eine Zapfensenkung. Nehmen wir an, ich habe eine 6 mm Zapfensenkung mit einem Senkungsdurchmesser von 12 mm und einer Tiefe von 6 mm. All dies kann ich ebenfalls so ein bisschen live am System editieren. Ich weiß immer genau, wie sieht die Bohrung aus, passt alles oder muss ich nochmal eingreifen. Auch hier bestätige ich einmal die Auswahl und kümmere mich nun nochmal von oben um meinen Kreis auf dem rechten Bereich des Solids, wähle diesen einmal aus, bestätige diese ebenfalls mit Enter und möchte in diesem Fall einfach mal eine Kegelsenkung erzeugen. Das heißt, Mastercam hat hier schon eine gewisse Auswahl an Bohrungen, welche ich erzeugen könnte. Ich kann mir aber auch sogenannte Vorlagen erstellen. Nehmen wir an, ich habe hier eine 3 mm Bohrung. 3 mm mit einem Ansinkwinkel von 90 Grad und einer Senkung von 4 mm. Diesen könnte ich bestätigen oder ich könnte mir diesen ebenfalls als Vorlage anlegen. In diesem Fall gebe ich mal eine Kategorie ein. Ich nenne diese mal Spotlight. Spotlight. Bestätige diese und füge meine erzeugte Bohrung einmal hier hinzu. Ich bestätige einmal die Bohrfunktion, gehe erneut hinein. Ändere diese einmal extra ab. Das heißt, ich wähle mir eine Position, bestätige diese mit Enter. Sage, ich möchte in diesem Fall eine Durchgangsbohrung. Das heißt, sie ist nicht mehr confirm mit dem, was wir eben als Vorlage gespeichert haben. Der Durchmesser ist 9. Bestätige diese. Und nun möchte ich aber zurück auf meine Vorlage. Das heißt, ich möchte meine Vorlage im Endeffekt abrufen. Ich gehe erneut von oben. Wähle mir zwei Punkte aus, bestätige diese und sage, ich möchte aus meinem eben angelegten Spotlight die 3 mm Bohrung erzeugen. Und schon bekomme ich das Ergebnis. Ich kann diese hier anwählen aus meiner erzeugten Kategorie. Das heißt, ich kann mir zum einen Bohrungen sehr, sehr schnell anwählen. Ich kann sehr schnell wechseln, gerade in dem Bohrungsstil sehr, sehr schnell wechseln. Ich kann Geometrie sehr schnell abwählen. Sketchern von meinem Bildschirm, ich kann mir Vorlagen speichern und all das macht mich sehr, sehr schnell und sehr, sehr flexibel beim Erzeugen von Bohrungen auf meinem Solid-Körper.